eben, also guten Abend. Wir freuen uns. Sie freuen sich. Auch nicht. Wir freuen... wir freuen uns natürlich, natürlich freuen wir uns, Sie hier begrüßen zu dürfen in diesem wunderschönen Studio, in diesem berühmten Sender Freies Berlin, in dieser Stadt, in dieser wunderschönen... Sie sind sicherlich ein fabelhaftes... wir müssen jetzt anfangen. Aufhören! Aufhören! Aufhören? Was sind Sie wahnsinnig? Wir müssen anfangen. Also, wiederum zwei Stunden heiter, satirisch, nie verletzend. Für ein zauberhaftes Publikum wie Sie. Warum biedern Sie sich eigentlich so an bei den Leuten? Was haben Sie ihnen denn Gutes getan? Mir? Nichts. Neben? Ja, aber gekommen sind Sie ja immerhin. Ja, weil Sie die Eintrittskarte ins Kabarett immer noch für einen gesellschaftlichen Ablasszettel halten. Das ist ja richtig, aber das kann man ja jetzt nicht. Hier, ich meine, das kann man später... Eine Begrüßung muss sein, selbst bei jeder Gangsterversammlung. Küsst Hände, meine Damen, Kompliment, meine Herren, Pussy, Pussy, bravo, richtig Stimmung, Tempo, Applaus, Applaus. Wohin mein Auge auch schweift, nur schöne, erwartungsvolle, elegante Menschen. Auch nicht gerade feindselig. Aber offensiv verlogen. Man ist dem Publikum mehr schuldig, als es nur zu verachten. Publikum ist nie zu verachten, nur seine Verhaltensweise nach Verlassen der Vorstellung. Ja, er hat seine satirische Trotzphase. Kabarettisten-Mums. Sind Sie, die Leute wollen ununterbrochen etwas Neues leisten, aber selbst nie etwas Neues. Und wir sollen immer neu sein. Na und, das verlangen Sie sogar von Ihren Waschmitteln. Ja, und ich bin eben kein Weichspüler für diese Gewohnheitspenner. Hildebrand, ich bin gegen Wachstum, also auch gegen Pointenwachstum. Na gut, dann sagen wir halt die alten Pointen auf, das merkt ja ohnehin keiner. Das ist richtig. Das Einzige, was sich die Leute immer merken, ist, dass es da irgendwas gegeben hat, was sie sich hätten eigentlich merken wollen. Ja, das ist schon richtig, aber jetzt müssen wir, wir haben noch etwas zu sagen. Sie liegen mir ganz schön im Magen. Was wollen Sie denn von solchen Leuten? Die haben noch nie was begriffen. Sie haben doch sonst nie gekniffen. Es macht doch Vergnügen zu streiten. Sie werden lachen. Nein, natürlich, es geht viel ins Leere. Wozu also wieder Premiere? Warum nichts aus alten Programmen? Eben nicht. Ich sag einfach, scheiße, die lachen. Ein Grund, um Programme zu machen. So reißen Sie sich doch zusammen. Warum ich? Ende der Spielzeit. Wir sollten uns verweigern. Schmeiß doch die Leute raus, mach den Laden dicht. Was ist los? Ende der Spielzeit. Was wäre sich zu steigern? Man hat doch noch Programm oder etwa nicht. Ja schon, aber wozu? Nein, Ende der Spielzeit. Ich bin Programm geschädigt. Sie sollten deshalb nicht erledigt sein. Trotz falschem Beifall. Trotz falschem Lachen. Trotz Schulterklopfen. Noch weitermachen. Man rennt gegen Wände, drum bin ich für nicht Ende der Spielzeit. Ja, natürlich, das ist schon viel ins Leere gegangen, aber wir müssen ja die Schuld auch bei uns suchen. Nicht? Das lag auch daran, dass Sie die entscheidenden Texte zu schwach geschrieben haben. Ich, das ist ja die Höhe. Sie haben meine Texte einfach nie überzeugend gespielt. So, und wie haben Sie meine gespielt? Ihre? Ja. An Texte von Ihnen kann ich mich gar nicht erinnern. Stimmt, an manche konnten Sie schon während der Vorstellung nicht. Sagen Sie, warum sollten wir den Leuten die Freude machen, sie selbst zu verspotten? Diese Wohlstandsinvaliden, diese Friedensblinden, die wissen allenfalls noch, wen sie zuletzt gewählt haben. Warum können sie schon damals nicht gewusst haben? Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die teuersten Farben produziert, damit die Jugendlichen No Future an die Wand pinseln können. Und jetzt wollen die Leute bei uns lachen, weil sie es über sich selbst zu Recht nicht mehr können. Nein. Ja, wissen Sie, Sie müssen eben das nachsehen, weil der...
Er hat die fixe Idee, immer recht behalten zu haben. Und das nimmt er Ihnen jetzt übel. Er meint, wenn Sie also nach Hause gehen von einer Kabarettveranstaltung und mit dem einverstanden gewesen sind, was von der Bühne herunterkam, dass Sie dann nach Hause gehen und sich sofort ändern. So was Dummes, ne? Wieso geht er dann so auf sein Publikum los, wenn er es so überschätzt? Ja. Na, ich bin nicht der Meinung, dass hier nur immer Menschen reinkommen, die gar nichts begreifen. Nein, es ist mir bei sowas schon gelungen, Unternehmer nicken zu sehen. Das hindert Sie aber an keinerlei Wachstumskollaps. Nehmen Sie doch mal den österreichischen Landsmann, den Generalrepräsentanten der CSU-Wirtschaftspolitik, den Wienerwaldjahn. Der gefährdet jetzt auch schon die Arbeitsplätze, sogar die seiner Hühner. In einem Interview hat er erklärt, er fürchte um sein Lebenswerk. Also wenn Sie je in Ihrer letzten Verzweiflung in so einen Gummiadler hineinbeißen sollten, dann vergessen Sie nicht, Sie beißen ein Lebenswerk. Der Mann hatte eben unter anderem zu viel in die Flugtouristik investiert. Wahrscheinlich hat er müssen. Er hat über die ganze Welt verstreut schon so viele schlechte Hotels, dass er die Gäste eben hat selbst hinfliegen müssen. Deshalb müssen Flughäfen nicht ausgebaut werden. Wissen Sie, warum Flughäfen ausgebaut werden müssen? Ich habe das am Beispiel Frankfurt studiert. Flughäfen müssen ausgebaut werden, damit die Ausbauer der Flughäfen rascher fliehen können, wenn die Anrainer der ausgebauten Flughäfen sie erschlagen wollen. Die Flughäfen erhöhen also die Lebensqualität der Ausbauer. Früher hat man immer gesagt, blöder als die Polizei erlaubt. Heute ist alles so blöd, dass man es von der Polizei schützen lassen muss. Aber auf die Idee, dass arbeitslose Jugendliche Randalierer die Arbeitsplätze bei der Polizei sichern, auf die Idee ist noch keiner gekommen. Was ist eigentlich aus Ihrem Arbeitslosen geworden? Mein Arbeitsloser? Ich habe nie einen besessen. Besungen haben Sie einen, besungen nicht. Ich möchte wissen, ob aus seiner Arbeit immer noch los ist. Weniger die, als vielmehr die dazugehörige Firma. Er gibt's dir nicht mehr. Ja, wissen Sie, es ist so, es gibt große Firmen, die erpressen ihre Stadtregierungen, ihre Bürgermeister, Oberbürgermeister, dadurch, dass sie sagen, entweder ihr senkt die Gewerbesteuer oder wir senken die Zahl unserer Beschäftigten. Und wenn jetzt die Stadtregierung sagt, dann soll die Firma dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Genau dort ist sie hingegangen. Wir haben Ihre Bewerbung gelesen, Herr Hildebrand. Sie kennen unsere Firma? Selbstverständlich, Herr Doktor, Dankeschön. Ich habe ich kenne das Verhältnis zu Ihrer Frau Mutter. Wie bitte? Ich weiß, dass Sie die Tochter sind. Sie hatten in Ihrer vorherigen Tätigkeit Kontakte zu unserer Schweizer Mutterfirma. Das wollte ich sagen. Ja, warum sagen Sie es nicht? Warum sind Sie entlassen worden? Auch entlassen, das kann man vielleicht so nicht. Ich würde was sagen. Wir haben uns getrennt. Gründe? Also, es war wohl das Verhältnis. Sie hatten ein Verhältnis. Also, nein, das nie. Schade für Sie. Übrigens, wollen Sie etwas trinken? Ja, gern. Sie trinken vormittags schon? Manchmal, Herr Doktor, manchmal nicht einmal abends. Sie sind leicht einzuschüchtern. Wir suchen für diese nahezu immerhin leitende Position einen etwas selbstbewussteren Herrn. Übrigens, haben Sie etwas mit dem Herzen? Nein, nicht, dass ich wüsste, höchstens im Gegenteil. Sind Ihre Hände immer so feucht? Ist das Ihr einziger Anzug? Ja, und den habe ich mir noch geliehen. Und Sie meinen ernsthaft, sich in Ihrer Situation noch Humor leisten zu sollen? Oh, verzeihen Sie, Herr Doktor. Entschuldigen Sie vielmals, ich dachte, was Sie sagten, das... Entschuldigen Sie bitte, nehmen Sie doch wieder Platz, bitte. Ich meine... Doktor, ich wollte Ihnen sagen, dass... ich bitte, setzen Sie sich wieder. Ich brauche den Job. Ich brauche ihn. Ich muss ihn. Ich liebe mein Haus und ich habe meine Frau abzuzahlen. Umgekehrt. Meine Frau sagte zu mir, dass meine Kinder...
gesagt, meine Frau hat, sie lässt Ihnen, bitte setzen Sie sich wieder, sie lässt sich an einen verbindlichen... Sie sollen sich setzen! Sie sollten sich nicht mehr so aufregen in Ihrem Alter, aber immerhin haben Sie noch Reserven. Hängen Sie sehr an Ihrem Haus? Ich will es aufgeben. Wir suchen nämlich einen Herrn ohne Bindungen. Sie können mich hinschicken, wohin Sie wollen. Gut, wäre Ihnen Brasilien recht? Brasilien? Ja, wir lagern aus, Billiglohnland, Sie verstehen. Und wie hoch käme dann in etwa mein Gehalt? Ja, wie hoch können Sie wohl nicht fragen, da wir, wie gesagt, in einem Billiglohnland produzieren. Aber um die Hälfte Ihrer vorherigen Bezüge können Sie dort recht gut leben. Die Hälfte? Ja, bedenken Sie, Alter, Sie können nahezu alles nach Hause schicken, denn im Urwald können Sie ohnehin nichts ausgeben. Und für einen Deutschlandflug pro Jahr wird es langen. Ja, aber was bleibt mir denn übrig? Da haben Sie ganz recht. Was bleibt Ihnen übrig? Überhaupt nichts übrig. Er muss denn... Also er soll er froh sein. Übrigens soll er gar nicht klagen, lamentieren. Es gibt Arbeitsplatz, hat er doch. Das ist das Zauberwort. Arbeitsplatz. Ganz egal, was manche an seinem Platz für Blödsinn arbeiten. Aber er hat seinen Arbeitsplatz. Aha. Wenn heute jemand auf die Idee käme und würde sagen, wir bauen eine unterirdische Start- und Landebahn. Auf der Insel Helgoland. Dann würden die Leute kommen und würden sagen, so ein Quatsch, so ein Blödsinn, eine unterirdische Stadt und dann noch auf der Insel, auf der kleinen Insel. Ja, 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 schon. Aber die Arbeitsplätze? Und immer, wenn ich sowas erzähle, dann habe ich die Angst, die butteln schon. Weil wenn die sowas mal angefangen haben, das ist wie mit diesem Kanal, ne? Mit diesem die Sache hat ja hier angefangen. Also die. Aber so verläuft das, ne? Aber das ist ja mit dem Kanal ganz komisch, ne? Dieser Goppel-Prestige-Tümpel, der hat ja. Da weiß man ja nicht einmal, ob da jemals an diesem Kanal Schiffe fahren werden. Die Fachleute sagen, kann, aber muss nicht. Aber weitergebaut und zu Ende gebaut werden muss er. Warum? Frage, warum? Antwort, weil wir angefangen haben. Oh ja, und dann, weil ja schon diese vielen Brücken überall da drum stehen in der Landschaft. Wie sehen denn diese Brücken? Sehen ja ganz blöde aus und einen Kanal drunter durch. Ne? Es gibt ja jetzt schon eine große Kanalkoalition. Kreisky-Strauß. Der Kreisky baut ein Riesenkonferenzzentrum in Wien, in dem der Strauß dann mit seinem Kanalbauernverband öffentlich nachweisen kann, wie viel Kernenergie gebraucht wird, um den Kanal heizen zu können, damit er im Winter nicht zufriert. Und da quillt förmlich der Satz von unserem Bundeskanzler Helmut Schmidt in mir auf, der da ausgerufen hat, Mut zur Zukunft! Herr Schneider, will ich auch Ihnen zurufen. Mut zur Zukunft! Zu welcher Zukunft? Sagen Sie mal, wann haben Sie den entscheidenden Schritt vom Satiriker zum Querulanten getan? Mich ärgert vor allen Dingen, dass keiner fragt, wie lang die Zukunft dauert. Der Adolf Hitler zum Beispiel hat ganz genau gewusst, dass seine Zukunft 1000 Jahre dauert. Ja, deswegen könnte er auch so gigantisch investieren in Rüstung und Autobahnen. Natürlich, weil in 1000 Jahren hat seine Schulden noch jeder zurückzahlen können. Sagen Sie mal, kennen Sie diesen Begriff aus der Wirtschaftstheorie, wie man durch öffentliche Schulden alles wieder ankurbelt? Deficit Spending. Ja, genau, Deficit Spending. Erfunden von einem genialen englischen Nationalökonomen. Na, John Maynard Keynes. Ja, aber ich weiß auch, dass der Keynes gemeint hat, sein System wäre in Flauten anzuwenden. Wir haben aber schon lange permanenten Wirbelsturm. Das war das Geniale an Hitler. Als der Hitler merkte, dass seine Art von Deficit Spending keine Dauerlösung ist, hat er die Zukunft einfach abgekürzt. Aber wie du denn hin? Ich wollte ihm so gerne noch sagen, dass auch in unserem Beruf das Deficit Spending an die Grenzen führt. Da werden Argumente investiert und investiert und investiert und die öffentliche Schuld wächst ins Gigantische. Ich habe zu belehren versucht, ich habe zu bekehren versucht, sie hörten mir immer zu.
habe zu beklagen versucht, sogar zu hinterfragen versucht. Sie hörten mir immer zu. Doch irgendwann sagten sie, ohne zu lachen, sie fänden recht nett, was ich meine. Nur hätten sie keinerlei Chance, es zu machen, drum sage ich nur mehr das eine, das eine. Solang der Profit euer einziger Gott ist, erübrigt sich jedes Gespräch. Solang der Profit nur der Weg zum Bankrott ist, erübrigt sich jedes Gespräch. Da geht's nicht um sachlich, da geht's nicht um fachlich, da geht's nur mehr um Religion. Und solang der Profit euer einziger Gott ist, erübrigt sich die Diskussion. PS, ich habe nichts gegen Gewinn, nur bis wohin, nur bis wohin. Ich habe zu parodieren versucht, ich habe zu zitieren versucht, sie hörten mir immer zu. Ich habe zu belegen versucht, ich habe auch zu erregen versucht, sie hörten mir immer zu. Doch irgendwann sagten sie, alles sehr achtbar, ich läg im Prinzip nicht daneben. Nur wäre das derzeit halt alles nicht machbar, drum sage ich nur mehr, na eben, na eben. Solang der Profit euer einziger Gott ist, erübrigt sich jedes Gespräch. Solange die Wirtschaft der Reichen Komplott ist, erübrigt sich jedes Gespräch. Da geht's nicht um Krisen, um Zins, um Devisen, da geht's um das siebte Gebot. Und solang der Profit euer einziger Gott ist, bin ich nicht mehr euer Idiot. PS, ich habe nichts gegen Gewinn. Du bist wohin? Du bist wohin? Bis wohin? Das ist die ewige Frage. Bis wohin? Den sichersten Gewinn ziehen zum Beispiel die EG-Bauern aus der Tatsache, dass alles, was angebaut wird in Europa, viel zu viel ist auf dem Markt. Ist alles überflüssig. Also für das, was die EG-Bauern von dem, was auf dem europäischen Markt zu viel wäre, nicht anbauen, bekommen sie das, was sie einnehmen könnten, wenn sie es angebaut hätten. Es ist eine Abschreckungsprämie. Also früher war das ja alles viel unkomplizierter, als ich meinem Vater damals auf unserer schlesischen Scholle. Nein, das ist Biografie, das ist wahr. Also, von unserer schwedischen Scholle hinterherging, dann hat er immer meine Mutter und ich mich angeschaut und hat er immer gesagt, Gertrud, sagt er immer, säen und ernten. Säen und ernten. Und dann hat er besorgt zum Himmel geschaut, wie das Wetter wird. Heute starren die Bauern nur noch verstört nach Brüssel. Zu kompliziert. Die ganze Landwirtschaft wieder übersichtlicher machen, einfacher. Man braucht eine Hungersnot, dann wird das alles übersichtlicher und auch die Preise werden wieder stabil. Und das ist leicht herzustellen, so eine Hungersnot, indem man den großen Bauern für ihren Überfluss Lagerhallen subventioniert. Und wenn da einer sieht, dass der andere eine hat, will der auch eine haben. Also immer mehr Hallen, 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 immer mehr Hallen, bis das gesamte Land von Hallen bedeckt ist und keine Anbaufläche mehr übrig ist. Dann haben wir ab sofort das, was uns sofort wieder gesund machen würde, Hunger. Und dann gehen wir Städter wie damals wieder und tauschen unsere Brillanten gegen Butter. Also sage mir niemand was gegen die EG, sie hat die Landschaft stark verändert. Na, wie geht's immer so, Hildebrandbauer? Schlecht, Herr Ingenieur, schlecht, aber wenn man die Genossenschaft an neuen Traktor... Das ist doch kein Problem, an welchen Typ haben Sie denn gedacht? Ja, schon ein Problem, weil da brauche ich einen Kredit. Ja, den kriegen Sie, aber wie wollen Sie den zurückzahlen bei der miesen Ertragslage? Ja, müssen wir halt mehr arbeiten, rackern. Alles Quatsch, Sie müssen rationalisieren, ist doch alles veraltet hier. Sie müssen einfach rationalisieren. Sie kriegen den Kredit eben nur unter der Bedingung, dass Sie sich einen elektronischen Düngerstreuer anschaffen. Ja, wäre schon praktisch, aber Düngersteuer wäre schon praktisch, aber... Das grüßt ja toll. Dari. Aber kriegen Sie eine Subvention. Aber dafür müssen Sie natürlich die Voraussetzungen schaffen. Welche? Na, Sie müssen mit einem Euter-programmierten Melkcomputer arbeiten. Denn sonst hat die selbstdenkende Erntemaschine nicht ihre maximale ökonomische Effizienz. Hat sie nicht.
Ja, dann habe ich ja zu viel Ertrag, Herr Ingenieur. Dann, wie soll ich denn dann verkaufen? Ja, mit den Preisen, weil wir sind runter müssen, Hildebrand Bauer, mit den Preisen. Was? Nunder, mit den Preisen müssen wir nunder. Da kann ich den Kredit ja nicht zurückzahlen. Aber da hilft doch der Staat, oder meinen Sie, der deutsche Bürger lässt den deutschen Bauern im Stich? Sie müssen jetzt eine Lagerhalle bauen. Für was denn? Ja, für die Überschüsse. Ja, dann habe ich ja keinen Platz mehr. Aber Hildebrand Bauer, wir haben doch mit dem Nachbarn geredet. Wenn Sie sich so vergrößern, gibt der auf. Der Pietschbauer gibt auf? Den haben Sie doch schon einmal vertrieben, den Pietschbauer. Was macht denn dann der arme Pietschnuppe? In der Fabrikation für Landwirtschaftsmaschinen werden doch Fachleute gebraucht. Ja, Herr Ingenieur, vergessen Sie Ihre Rede nicht. Also, wenn ich mit den Preisen runter muss und das, was ich nicht verkaufen kann, also, da kann ich die Maschinen nie nicht zurückzahlen. Sie werden natürlich etwas anbauen müssen, was europaweit preislich gestützt wird. Von wem? Ist doch nicht Ihr Bier. Bin ich kein Steuerzahler? Alles Quatsch. Also, so wie ich Ihr Anwesen hier beurteile, sage ich nur, dosengenormte Feinerbsen. Aber ich hab doch Mischkulturingenieur, das sehen Sie doch. Das ist doch alles veraltet. Wenn Sie sich jetzt noch eine ultraschallbeschleunigte Legebatterie dazunehmen, dann haben Sie praktisch einen neuen Hof. Das sind dann europäische Dimensionen. Also, Herr Ingenieur, was man lesen und hören tut, die Europabauern, die wo sich voll auf die Europabanane umgestellt haben, die jammern sehr. Die sollen nicht klagen, die sollen nicht jammern, die kriegen hinreichend Kredite und Subventionen. Und Sie, Hildebrand Bauer, machen Sie doch das, was Ihre Vorfahren seit eh und je gemacht haben. Sorgen Sie fürs Brot. Für alles andere sorgen doch wir. Eigentlich wollte ich ja bloß einen neuen Traktor. Ganz mies dabei, wenn ich sagen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe für Sie eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir haben ein vereintes Europa. Die schlechte, es ist so wie seine Mitgliedstaaten. In Österreich muss ein Bauer ja nicht unbedingt seine Äcker bestellen. Österreich ist bekanntlich nicht bei der Europäischen Gemeinschaft. Und was heißt eigentlich Äcker? Also diese Areale, auf denen Getreidefabriken stehen, denen das Dach fehlt. In Österreich kann sich sein Bauer auch um eine Staatsanstellung bewerben. Für Urlaub auf dem Bauernhof. Als Bauerndarsteller. Dreimal täglich Schaujodeln. Mit dem vergangenen Sommer ein Kärntner Bauer im Süden Österreichs erklärte, gesagt, wissen Sie, heutzutage muss man sich schon anstrengen, wenn man konkurrenzfähig bleiben möchte für diese Deutschen. Nicht? Weil deswegen haben wir hinten drin in dem Stall haben wir eine Coca-Cola-Kur. Können die Kinder gleich selber mögen, nicht mal zum Essen. Bei uns immer richtige Hausmannskost. Nicht? Heute zum Beispiel Hirschgulasch. Aus afrikanischen Antilopen und Zebra, tiefgekühlt, leicht angeschimmelt, aber macht dir nichts. Von einer Speibengemüde kann er das im Heimatmuseum auf einem Plumpsklo aus dem 16. Jahrhundert ging eine kleine Aufzahlung. Also, selbstverständlich erhält der von einem Filmarchitekten umgebaute Ferienort im nächsten Jahr dann auch eine neue Festspielbühne. Herr Doktor, das ist schön von euch, dass ihr uns heute nicht verschmäht und unter dieses Volksgedränge als ein so hochgelater geht. Das klingt nach Faust. Das ist Faust. Warum rezitieren Sie? Ja, weil ich habe mir gedacht, Klassik wäre vielleicht ein gangbarer Weg für Sie. Alternatives Kabarett. Haben Sie Minetti gesehen? Ich kann über Klassikerinterpretationen schon lang nicht mehr lachen. So waren die auch nie gemeint. Habe nun 8 Philosophie, Jurist 3 und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht armer Tor, denn die Experten stehen mir vor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und lebe schon in 10 Jahren herauf, rapp und quer und krumm, so ganz ohne Expertentum. Ich weiß, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Es war nicht gescheit, dass alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen mich plagen weder Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen, weil die Experten es besser wissen. Aus dieser Traum, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren.
Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehe und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Darum muss ich mich dem Experten ergeben. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Wie nennst du dich? Ich bin der Geist, der stets vermehrt. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein Lobbyist im Parlament. Bin ich ein Gott? Mir wird zu Licht. Ich schaue in diesen hehren Zügen die wirkende Kultur von meiner Seele liegen. Jetzt erst begreife ich, was der Weise spricht. Die Wirtschaftswelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn war zu, dein Herz war schwer. Auf, bade, Schüler, unverdrossen, die irdische Brust im immer mehr. Den schlepp ich durch das wilde Leben, durch flache Unbedeutendheit. Der soll mir zappeln, starren, kleben und seiner Unersättlichkeit soll Speis und Trank vor gierigen Lippen schweben. Er wird Erquickung sich umsonst erflehen. Und hätte er sich auch nicht dem Teufel, dem Fachmann übergeben. Er müsste doch zugrunde gehen. Kann man so nicht stehen lassen. Immer wenn den deutschen Menschen die Scheiße bis zum Hals steht, dann halten die das für ein faustisches Schicksal. Das deutsche Schicksal ist aber kein faustisches Schicksal, es ist ein zutiefst bürgerliches. Und die allgemeine Ratlosigkeit führt nicht zur Anrufung des Teufels. Die führt in das lichte Abendgebet. Ich habe studiert, ich habe Moral. Auch mein IQ ist mehr als normal. Ich bin sehr belesen, bin technisch versiert, politisch gebildet, an Kunst interessiert. In Ökonomie hab ich sehr viel gemacht, der Ökologie aber immer gedacht. Ich bin auch dynamisch, ich zeige auch Härte. Doch bin ich gescheitert, ich bin kein Experte, lieber Gott, mach mich bitte zum Experten. Als Bürger, als Normaler komm ich um. Mach mich erleuchtet, ich hab ja gebeichtet, dass ich all ihr segensreiches Wirken nicht versteh. Lieber Gott, mach mich bitte zum Experten. Als Mensch, als Nichterwählter sterb ich dumm. Schenk mir die Gnade und weis mir die Pfade, die ich als Experte bis zum bitteren Ende gehe. Sie wissen Prognosen, Sie haben die Zahl, Sie haben den Sachzwang, den Mut zum Realen. Sie haben Gesinnung und lang überwunden, Sie haben aus Krisen den Ausweg gefunden. Hörte der Ausweg in ärgere Krise, dann hatten sie dafür sofort Expertise. Ins vierte Jahrtausend planten sie Daten, den Irrtum erklären sie nun im Referate. Ich habe einmal in einer Kabarettveranstaltung einen Satz gehört von Thomas Mann. Die Emanzipation der Laien, das ist die Demokratie. Da bin ich zutiefst erschrocken. Ich fragte einen anderen, wie denn das nun gemeint sei. Auch er erschrak und schickte mich sofort zu einem Emanzipationsexperten. Der meinte aber, ich müsse zunächst zu einem Thomas-Mann-Experten. Ich zu ihm hin, es war der Falsche. Ich brauchte einen für die Frühphase, er war einer für die mittlere Phase. Er schickte mich zu einem Laienexperten. Der wollte keine Aussage machen ohne den Demokratie-Experten. Aber sie trösteten mich an und sagten, sie hätten im nächsten Jahr einen Expertenkongress, da würden sie eine Expertenkommission zur Auslegung dieses Satzes. Sie haben noch Schwierigkeiten mit dem Expertenkongress, Sie haben noch keinen Kongressexperten. Sie wissen alles über die Schwulen, über die Straßen, über die Schulen. Sie wissen alles über die Kranken, über die Bahnen, über die Banken. Wer widerspricht, ist fehlinformiert, vorsätzlich blöd, schrecklich borniert. Wer widerspricht, ist Kommunist. Verfassungsfeind.
ein schlechter Christ. Lieber Gott, mach mich bitte zum Experten, dann werde ich auch sicher hoch bezahlt. Ich wäre nicht mehr klagbar, ich wäre befragbar über Wert und Wachstum von Raketengift und Schrott. Lieber Gott, mach mich bitte zum Experten, dann werde ich von deinem Geist bestrahlt. Belehr mich, Proleten, oh, lasset uns beten, schenk mir ein Expertentum, denn dann bin ich endlich Gott. Wenn ich das Wort Experte höre, fällt mir sofort Militärexperte ein, diese elegante Umschreibung für Mordprofessor. Gegen diese miesen Typen müsste man natürlich wirklich einmal etwas sagen. Wir sind die Einzigen, wir zwei. Ja, gegen diese miesen müsste man wirklich einmal etwas sagen, aber wozu? Ich meine, mit welchem Ergebnis? Herr Hildebrand! Ja? Wie viele Kabarettnummern meinen Sie, sind schon gegen Rüstung geschrieben worden? Oh, wenn man die zwei Vorkriegszeiten zusammenrechnet. Pro Soldatenfriedhof ein Sketch und ein Song. Ja, das könnte hinkommen. Und jetzt haben wir wieder eine Vorkriegszeit. Ja, eben, und wir müssen wieder Songs und Sketche machen, gegen die Rüstung, gegen den Krieg. Damit wir von den Soldatenfriedhöfen nicht überholt werden. Nein, weil wir hoffen, dass eines Tages der Gedanke sich durchsetzt, dass Rüstung, ob vor, auf, ab oder nach, dass Rüstung immer die Ursache und nie die Folge jeder Politik ist. Bei wem soll sich dieser Gedanke... Lokal begrenzt, würde ich sagen. Wer kann sich ja nicht bei denen durchsetzen, die davon leben. Ja, natürlich. Sie sollen ja auch bei denen sich durchsetzen, die gewöhnlich immer daran sterben müssen. Denn eines Tages wird sich da vielleicht der Gedanke auch durchsetzen, dass wir seit Jahrtausenden immer unsere eigenen Killer bezahlt haben. Das Einzige, was sich durchsetzen wird, ist die Erkenntnis, dass die Menschen von ihrem voraussichtlichen Tod leben. Ja, und das ist doch grotesk. Das ist grotesk, das ist doch hundertmal schon gesagt worden, hundertmal schon belacht worden auf Kabarettbühnen, auch bei uns. Ich habe Sie doch zum Beispiel einmal interviewt in einer Szene. Oh ja, als Verteidigungsminister. Na, was haben Sie damals gesagt? Was habe ich damals gesagt? Was haben Sie damals... Wissen Sie, woran die großen Wirtschaftsdynastien, die Sie noch mit dem Schwert bekämpft haben, zugrunde gegangen sind? Daran, dass man die Schwerter weiterverwenden konnte. Das habe ich damals gesagt. Und eines Tages saß ein Fachjournalist da unten. Ja, und hat herzlich geschmunzelt. Von dem Tag an soll der Herr ganz anders gedacht haben. Herr von Schneider, Sie waren einmal Gast in einer unserer Kabarettveranstaltungen und ich weiß, Sie haben über einen Satz gelacht, der in etwa ausdrücken sollte, dass nur die Waffen rentabel sein können, die auch in einem Krieg oder in einer Schlacht vernichtet werden. So habe ich gelacht, das sollten Sie so ernst nicht nehmen. Wissen Sie, Pazifisten haben für mich immer etwas Rührendes. Sie haben also aus der Überlegenheit Ihres besseren Wissens heraus gelacht, weil Sie wussten, so ist es nicht. In meiner jahrelangen Erfahrung als Militärexperte eines weltweiten Blattes habe ich natürlich... So ist es also nicht. So ist es. Ja, wie nun? Meine wehrwissenschaftlichen Essays, die sich auch im Ausland einer gewissen Geltung erfreuen, das kürzlich hat mir die New York Times ein Angebot gemacht, ein verlockendes Angebot, einen wöchentlichen Beitrag zu liefern, konnte ich natürlich nicht annehmen aufgrund meiner zahlreichen Verpflichtungen. Ja, Sie werden sicherlich mein Buch gelesen haben, das in einer nicht unbeträchtlichen Auflage erschienen ist. Ja, Kabarett, ich gehe ganz gern hin. Könnte ich den Gedanken noch einmal aufnehmen? Herr von Schneider, kann man sagen, dass ein gesunkenes Kriegsschiff im übertragenen Sinne eine Erfolgsmeldung für eine Werft darstellt? Mein lieber junger Freund, diese Frage will ich Ihnen klipp und klar beantworten. Oh, wie schön. Ich schreibe gerade besonders für junge Menschen, besonders gerne. Es mögen wohl an die 100 Analysen unserer Rüstungsrentabilität gewesen sein, die in den letzten Jahren... Bitte? Sie hatten gerade versprochen, klipp und klar. Können wir uns ja nicht Reihenfolge halten? Erst klipp, dann klar.
Es ist wohl reichlich naiv anzunehmen, dass wir Schlachten oder gar ganze Kriege brauchen, um so Rüstungsrentabilität zu gewährleisten, wenngleich der Umsatz auf Falkland oder im Nahen Osten zu derlei Schlüssen Anlass geben könnte. Nein, nein, unsere Soldaten sorgen ja selbst dafür, dass unsere Waffensysteme alle 2 Jahre ausgewechselt werden müssen. Also eine Art innerarmeeliche Abrüstung. Ja, die Dienstpläne sind so ausgelegt, dass ein allgemeiner Frust entsteht, so könnte man es sagen, nicht wahr? Ja. Der die Geräte in der Früh oder später unbrauchbar macht, weil die Pflege nicht mehr, Sie verstehen mich. Ja. Ich verstehe, ja, ja, ja. Aber ist das nicht eigentlich schrecklich, ich meine, gerade jetzt, wo der Rüstungsetat so drastisch gekürzt werden musste? Das betrifft doch nur die mehr nebensächlichen Dinge. Den neuesten Panzer werden wir immer haben. Nicht unbedingt das Benzin, um ihn auch zu bewegen. Ah, ich verstehe, der Panzer rostet. Und diese Schrott verkaufen wir dann in Länder, die schon mit Spannung darauf warten, bis wir etwas wegwerfen, selbstverständlich nie in Spannungsgebiete. Natürlich. Herr von Schneider, kann man also feststellen, dass die Senkung des Etats in Wirklichkeit eine Erhöhung, eine Steigerung der Rentabilität bedeutet? Ich merke mit Freude, dass Sie offenbar meinen Ausführungen im Monatsheft des Kaufmann-Casinos mit einem gewissen Interesse gelesen haben. Haben Sie gar nicht gelesen? Nein. Sagen Sie, ist das nicht ein Betrug? Ist das nicht ein Betrug am Steuerzahler? Ich durfte kürzlich einen vertraulichen Gespräch mit dem Bundeskanzler ausführen. Solange für Bölk und Messerschmitt, Bannesmann, Thyssen und die Howaldwerft die Produktion von Wegwerfwaffen gewährleistet ist, ist das Geld des Steuerzahlers in den besten Händen. Aha, aber wenn die Volksvertreter eines Tages darauf bestehen, dass man Milliarden einsparen könnte, dann haben wir echte Kriegsgefahr. Wie bitte? Ja, dann müsste die Rüstungsindustrie alle Hebel in Bewegung setzen, um jene Situation zu schaffen, die ihre Absatzschwierigkeiten mit einem Schlage beseitigt. Mit einem Atomschlag? Ruckzuck, dafür brauchte man früher Jahre. Warum werden dann überhaupt noch Kanonen und Panzer gebaut? Ja, um sie alle 2 Jahre auszuwechseln. Ich verstehe, das erhält den Frieden. Natürlich. Und gefährdet damit den Krieg. Ein origineller Gedanke. Können Sie mir das Wort Nachrüstung erklären? Ja, ist einfach. Nachrüsten. Nachrüsten muss einer, wenn ein anderer vorgerüstet hat. Das ist wie vormachen und nachmachen. Wie bei den Affen. Man sagt das zu kleinen Kindern schon immer, das heißt, immer alles nachmachen. Herr Schneider, die Sowjets behaupten bei den Abrüstungsgesprächen in Genf, dass ein Gleichgewicht zwischen den Großmächten herrscht. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für eine Großmacht, bei dem gegenwärtigen Stand der Rüstung, zu beweisen, dass ein Gleichgewicht herrscht? Natürlich. Wie? Welche? Den praktischen Nachweis. Die Großmacht braucht einen Weltkrieg zu führen. Wenn der Remis ausgeht, hat sie recht gehabt. Wir müssen einen neuen Begriff einführen. Zu dem Gleichgewicht der Kräfte, das Gleichgewicht der Geschäfte. Der Waffengeschäfte. In den Nahen Osten. Zum Beispiel. Ein böses Thema. Für uns Deutsche. Wenn zum Beispiel ein jüdischer Großbankier in Frankfurt hinter großen Waffenproduktionen stecken würde, die jetzt an arabische Länder verkauft werden. Na, was wäre dann? Möchten Sie mir nicht erklären, was für ein Unterschied sein soll zwischen Geschäften von so einem und zwischen Geschäften von so einem? Warum sollen ausgerechnet Juden in Deutschland anständiger sein? Haben Sie was gut zu machen? Aber diese Waffengeschäfte entwickeln überall ihre ganz eigentümliche Komik. In Österreich hat man zum Beispiel während des Falklandkrieges die Panzerlieferungen nach Argentinien eingestellt. Warum? Das ist unser Staatsvertrag. Wir dürfen nicht in laufende Kriege liefern, immer erst für den nächsten. Vor einiger Zeit hat der Generaldirektor der Panzerfabrik Steyr erklärt, er würde sich in der Sonntagsmesse viel wohler fühlen, wenn er keine Panzer produzieren müsste. Ja, modernes Christentum. Doch, realitätsbezogen. Weil Sie sagen, realitätsbezogenes Christentum, können Sie sich an die Abtreibungsdebatte erinnern? Ja, leider. Da haben wir doch damals einen Kardinal zitiert, weil er gesagt hat, von der Abtreibung wäre nur mal ein Schritt zur aktiven Sterbehilfe, zur Euthanasie. Ja, das hat der Herr Kardinal wirklich gesagt, wirklich. Ich kann es so verstehen, der Kardinal meinte, dass die Abtreibung angesichts der Schwere dieses Erdenlebens eine in den Mutterbauch vorverlegte Euthanasie ist. Und diesen Gedanken aufgreifend haben wir dann gefolgert, dass man Kriegstote eigentlich definieren könnte als verspätete Abtreibungen. Und heute? Heute sind wir schon wieder die großen Waffenhändler. Mhm. Sagen Sie mal, was ist denn eigentlich aus diesem Slogan geworden? Dem Slogan der katholischen Kirche. Ja zum Leben, nein zum Töten. Ja, warum holt die den nicht wieder heraus?
Kann sie sich die Plakatflächen nicht mehr leisten? Eminenz. Sie, das heißt die katholische Fuldaer Bischofskonferenz, haben im Jahre 1974 das zweite deutsche Fernsehen verklagt, weil es unser Lied ausgestrahlt hat, Ja zum Leben, Nein zum Töten. Ein sehr hässliches Lied. Und seine Ausstrahlung durch das deutsche Fernsehen, ein Verstoß gegen sämtliche Verträge. Verträge zwischen wem? Zwischen Frauen und zwischen... Zwischen Staat und Kirche. Sie hatten angeklagt, unser Lied wäre eine Aufforderung zum Mord gewesen. Nach Auffassung der Kirche war es das auch. Darf ich es Ihnen noch einmal vorsingen? Bitte nicht. Eminenz, wir haben dieses Lied nur gesungen, weil wir zeigen wollten, wie sehr die Kirche ihr Ja zum Leben nicht entschieden genug vertritt und wie sehr sie ihr Nein zum Töten nicht entschieden genug vertritt. Sie sind nicht aufgefordert, öffentliche Stellungnahmen der Kirche zu beurteilen. Ja, aber nun ist es mir zum Beispiel wesentlich peinlicher, wenn ich mit einer gesegneten Waffe erschieße oder erschossen werde. Die Kirche segnet Waffen mit der ausdrücklichen Bitte an Gott, sie nie wirksam werden zu lassen. Die Geschichte lehrt uns, dass Gott für diese Bitte keinerlei Verständnis hat. Wir haben seinen Ratschluss nicht zu kritisieren. Eminenz, Ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung hat bewirkt, dass die neuen Abtreibungsgesetze keine echte Befreiung, keine echte Erleichterung gebracht haben. Warum erreichen Sie jetzt nicht auch eine Ächtung des Waffenhandels? Denn öffentliche Äußerungen der Kirche sind durch die Politik Grenzen gesetzt. Ja, aber eine Ächtung wäre doch keine öffentliche politische Äußerung. Das meinen Sie doch nicht in Ernst. Wenn die Industrie einen Erwerbszweig verliert, von dem das Wohl und Wehe jener Gesellschaft abhängt, die nichts gottlos sein will, die nichts gegen die Kirche kämpft. Aber Sie haben doch derzeit eine Regierung, in der die christlichen Religionen nicht ganz diese Rolle spielen. Die Kirche sieht diesen Zustand nicht als ewig an. Eminenz, was sagt die Kirche dazu, dass im Fernsehen ununterbrochen Politiker auftreten, die Krieg, also Gebrauch von Waffen, also Töten von Menschen, für ein legitimes Mittel zur Regelung der Probleme dieses Erdenlebens halten? Wir werden für Sie beten. Würde die Kirche das Fernsehen auch verklagen, wenn ein Politiker dieses expressis verbis bestätigte? Staat und Kirche unterliegen einzig und allein in göttlichen Gesetzen. Und wem die Kabarettisten? In Gesetzen von Staat und Kirche. Solange ein Gesellschaftskritiker nicht beweisen kann, dass auch er einem Gott verantwortlich ist, ist nichts zu wollen. Na und? Das könnte er doch. Sich selbst. Ihr Kabarettmann, dass sich selbst etwas beweisen kann. Sie sind einer der wenigen Menschen, die das noch nicht wissen. Also jetzt machen Sie mir Spaß. 8 Jahre ziehen Sie hier durchs Land und behäufen jeden mit Hohn und Spott, der nur das Wort Kabarettkrise in den Mund nimmt. Und jetzt wollen Sie mir einer an den Hals reden. Herr Hildebrand, die Leute, die von einer Krise des Kabarets gesprochen haben, die haben vom Kabarett nichts verstanden. Sie verstehen nichts von Krise. Da hält mich wirklich für blöd, oder? Wir Deutschen nichts von Krise verstehen. Wo wir sie haben, die Krisen. Krisen über Krisen. Kann eine Krise bei uns noch so klein sein? Wir peppeln die schon hoch. Wenn bei uns ein kleiner Fußballverein dreimal hintereinander... es wäre jetzt Zeit. Also machen wir mal für das rein Geistige des Herrn Derber. Also, wenn so ein kleiner Verein, aber schon B-Klasse, nicht? Also unbezahlter Fußball. Wenn die eine kleine Krise haben, was engagieren die sich zuerst? Einen Krisenmanager. Das ist immerhin ein ganz neuer Begriff. Krisenmanagement. Was ist das überhaupt? Das gibt's und das ist ganz einfach. Management ist die Kunst, Krisen unmöglich zu machen.
die durch das Management unmöglich gewordenen Krisen wieder möglich zu machen. Das ist Krisenmanagement. Starke Hildebrand, lange nicht gesehen. Wie geht's immer so? Danke, gut. Habe ich verändert. Zweiter Bildungsweg. Helmut Schmidt Foundation. Abschluss mit Auszeichnung. Abschluss wo? In der politischen Akademie. An der politischen Akademie? Was sind Sie jetzt? Krisenmanager. Krisenmanager. Das heißt, Sie managen die Krise. Das können Sie so nicht sagen. Wie denn? Sie müssen sagen, Sie managen aus der Krise. Aus der Krise? Aus der Krise. Wohin? Wohin? Aus der Krise. Ja, ja, wo ist das? Was? Ja, wo ist aus der Krise? Na, dort, wo keine Krise mehr ist. Woher wissen Sie das? Was? Dass dort keine Krise mehr ist. Das nehme ich an. Warum? Weil es sonst für mich keinen Sinn hätte, Krisenmanager zu sein. Sie beziehen also Ihr berufliches Selbstverständnis aus der Unterstellung, dass Ihr Manager aus der Krise führt. Ganz recht. Wenn ich aber jetzt sage, so ist Ihr Krisenmanagement absolut sinnlos, dann sind Sie ein Exponent jener öffentlichen Meinung, die Krisen immer nur noch schlimmer machen, als sie ohnehin schon sind. Das heißt, Sie gehören zur Krise. Dann wollen Sie also auch mich wegmanagen. Das ist die Voraussetzung jeden guten Krisenmanagement. Jeden guten Krisenmanagement. Zweifler müssen weggemanagt werden. Dann haben Sie die Krise pur und können in Ruhe arbeiten. Ja. Sie müssen uns wegmanagen. Das ist ein sogenannter politischer Sachzwang. Wenn Ihnen das gelungen ist, haben Sie dann die Hände frei für den Wahlkampf oder für andere wichtige Dinge. Was ist das eigentlich, Politik? Nehmen wir an, ein Politiker tritt einen Stein los. Dann muss er natürlich alles aus dem Weg räumen, was diesen Stein am Abrollen hindert. Sehr wichtig sind auch das Glätten und Polieren der Rollflächen, um Verluste durch Reibung zu vermeiden. Selbstverständlich müssen alle Saboteure, die in der Nacht Welle gegen diesen Stein errichtet haben, verhaftet werden. Sollte der Stein unglückseligerweise irgendetwas zerstören, dann muss das gratis repariert werden. Das gilt vor allen Dingen auch für Menschen. Was sich nicht mehr reparieren lässt, muss dann prompt und sorgsam weggeschafft werden. Das alles ist Politik. Jetzt könnte natürlich einer sagen, wäre Politik nicht die Diskussion der Grundsatzfrage, ob und warum der Stein überhaupt losgetreten werden soll? Eben nicht. Das ist Philosophie. Und dazu haben die Politiker einfach keine Zeit. Ich habe Ihnen ja dargestellt, was diese armen Teufel alles zu tun haben. Sie, die Politiker, und damit wir, sind eigentlich völlig chancenlos. Die Dichter, die Denker, das wissen wir jetzt, die haben den Menschen total überschätzt. Er hat nämlich nie eigenen Willen besessen. Der Raum für Entscheidung war immer bemessen. Es ist nicht Natur und nicht Gott und nicht Fatum. Es ist nicht Bestimmung, nicht Sternbild, nicht Datum. Es sind, und da gibt's bitte gar nichts zu lachen. Es sind schlicht und einfach, es sind nur die Sachen. Der Sachzwang ist schuld, nur der Sachzwang ist schuld, nur der Sachzwang ist schuld. Was immer wir machen, uns zwingen die Sachen. Der Sachzwang ist schuld. Der Dreck ist eine Sache, die zwingt uns am meisten. Es muss ja die Dreckarbeit auch einer leisten. Drum muss man aus Zwang sich die Arbeiter werben. Die Türken, Kroaten, Afghanen und Serben. Man muss mit einem Sachzwang die Leute entlohnen. Sie müssen einen Sachzwang auch irgendwo wohnen. Man muss ihnen Sachen aus Zwang überlassen. Daraus folgert der Sachzwang, die Fremden zu hassen. Der Sachzwang ist schuld, nur der Sachzwang ist schuld, nur der Sachzwang ist schuld. Ja, was soll denn gelingen, wenn die Sachen uns zwingen? Der Sachzwang ist schuld. Wir müssen aus Sachzwang, da hilft uns kein Weigern, aus Zwang diese Sache, die Rüstung heißt steigern. Drum muss man die Sache aus Zwang finanzieren. Da hilft nur eins, Waffen aus Zwang exportieren. Zwar steckt ein gefährlicher Zwang in den Sachen, der Zwang, dass die Sachen von Zeit zu Zeit krachen. Und wenn sie die Erde aus Sachzwängen sprengen, die Sache verlangt es mit vielerlei Zwängen. Der Sachzwang ist schuld! Der Sachzwang ist schuld! Der Sachzwang ist schuld! Die Sache ist krankhaft und der Zwang, der ist zwanghaft. Der Sachzwang, der Sachzwang. Wie arm! Wie
arm sind die Menschen in den Parlamenten, so reich an Idealen, Ideen und Talenten. Und doch viele Maßnahmen bergen Entsetzen. Sie kennen den Sachzwang mit den Arbeitsplätzen. Mehr Autos, mehr Straßen, da gibt's kein Entfliehen. Ein Sachzwang zum Sachzwang für mehr Energien. Was herrscht, ist politische Sachstrategie. Was bleibt, ist die Farce einer Demokratie. Der Sachzwang ist schuld, nur der Sachzwang ist schuld, nur der Sachzwang ist schuld. Diese furchtbare Enge der sachlichen Zwänge, der Sachzwang ist schuld, sie nicht. Das ist doch Unsinn, hat er sich einen Sachzwang Popanz aufgebaut. Das ist doch gar nicht wahr. Es hat doch jeder seine persönliche Korruptionsgrenze. Ja, es ist nur die Frage, wann er die für überschritten hält. Ich meine, wenn zum Beispiel der, was wir schon angesprochen haben, wenn der was Prämienkicker bei diesem mit Recht so abgepfiffenen Spiel gestern, dann plötzlich auch noch am Schluss ihre Arme, ich meine, da ist sie dann fast schon überschritten. Die Grenze, nicht? Der Schiedsrichter hätte den nach 20 Minuten den Ball wegnehmen müssen. Und dann hätte keiner das gemerkt. Das hätte keiner gemerkt. Und dann hätte man die Übergabe der Schecks für das Erreichen der Zwischenrunde übertragen. Wäre viel lustiger gewesen, weil vor allen Dingen hätte das mal den Arm dazu gepasst. Das ist schon eine Krux. Das Goethe-Institut, Jahrzehnte versucht das Goethe-Institut, unser deutsches Image im Ausland aufzupolieren. Und der was Buben machen das in einer Stunde kaputt. Ja, also mit dem Sachzwang ist es sehr schwierig. Unter welcher Sache hat Minister Haig zum Beispiel den Außenminister dazu getrieben? Unter welchem Sachzwang stand er, als er plötzlich zurücktrat? Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht mit unseren Röhren nur allein zusammenhängen, wie die heute erzählt haben. Da muss irgendwas anderes. Ich nehme an, der hat einmal eine halbe Stunde Zeit gehabt und hat darüber nachgedacht, was er alles schon angerichtet hat. Und das war ihm sehr grauslich. Da ist er zurück. Schade, dass der Regen und der Weinberger, dass sie so wenig Zeit haben. Welche Sache kann denn den Walter Scheel, unseren Vorwackler, unseren Ehrenvorwackler, Entschuldigung, mein Altvorwackler. Was kann ihn bewogen haben, heute in der Tagesschau seiner Partei zu raten, doch nun endlich nicht mehr bis zum Ende der Saison durchzuwackeln, sondern jetzt schon mal so leise Wackelkontakte zu den Christdemokraten? Das ist natürlich so, er will die Demokratie retten und das ist natürlich richtig. Und die FDP hat gute Gründe, demokratieerhaltende Gründe, das zu tun. Das sind im Wesentlichen vier Argumente. Und das ist der Außenministerstuhl, der Innenministerstuhl, der Landwirtschaftsminister. Das hat der Norbert Ganzel heute auch hat er heute gesagt, es könnte sein, dass die Basis in der SPD das auch nicht mehr mitmacht. Oh, Donnerwetter! Ja, dass sie plötzlich sagen, also jetzt ist genug, jetzt ist Schluss. Aus, jetzt sind wir verfilzt, völlig raus aus der Regierung, rein in die Opposition und lasst uns dort regenerieren. Da bin ich allerdings auch skeptisch, weil an dem Beispiel der Christdemokraten sieht man, dass so etwas sehr, sehr lange dauern kann. Der Schöpfer dieser Koalition, dieser Regierungskoalition, der Onkel Herbert, was schöpft er daraus? Immer wieder Hoffnung, immer wieder Hoffnung. Und so hieß es am letzten Parteitag, am letzten Tag wieder, also Hurra, Genossen, weitermachen, wegtreten, zack! Mitteilung an die Basis, es ist nicht egal, ob wir das machen, was die FDP will, oder ob das die anderen machen. Denn da liegt ja der Hund begraben. Das heißt, er lebt noch.
Ja, als die SPD ihn an die Leine kriegte, war so ein kleiner, zierlicher, ne? So ein niedlicher, also zierlich und niedlich, nierlich, wunderbar. Also das war ein ganz kleiner, süßer, und das ist ja immer die erste bange Frage eines Menschen, der einen kleinen Hund erstehen will. Bleibt der so? Die Verkäufer sagen immer, ja, ja, der, der wird womöglich noch kleiner. Na, no, hat ihn die SPD gefüttert, gemästet und bist du ein dicker Hund? Jetzt ein dicker Hund. Und das ist peinlich bei solchen Hunden. So. Peinlich bei denen, wenn die Gassi gehen, gehen sie immer genau dahin, wohin sie wollen. Und zuerst hält man sie ja noch, nicht? Aus dem Rückgrat heraus. Aber der zieht und zieht und plötzlich verändert man die Haltung dann doch. Das nennt man Zugzwang. Und unter diesem Leiden sehe ich schon Helmut Schmidt eines Tages im Büro von Flick stehen und ihm dort die Hundesteuer auch noch erlassen. Herr Hildebrand, Sie haben über diese SPD ja mal gesagt, man kann eben keine Faust ballen, wenn man die Finger überall drin hat. Da habe ich doch nie gewusst, dass ich recht habe, verdammt nochmal. Das war 1959. Na, dann können Sie vorhin gar nicht so zu lachen. Und hier, Sie sind hochmütig von Ihnen, sich so hinzustellen, hier durch die Kulissen zu gehen und zu sagen, ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß wenigstens, dass es nicht weitergeht. Sie wissen überhaupt nichts. Möglich. Aber eins weiß ich, es kommen bei solchen Veranstaltungen immer so Menschen, die sich erregen lassen, die mitarbeiten, mitdenken und die sogar mit den Zähnen knirschen, wenn man Neutronenbombe sagt. Und die morgen ganz beruhigt sind, wenn Herr Regen erklärt, ein Atomkrieg wäre genauso begrenzbar wie die Intelligenz eines amerikanischen Präsidenten. Ich, noch so ein paar Sätze. Ich sage Ihnen, ich mache Ihnen Ihren Resignationsbuffo nicht nach. Sie bleiben lieber, was Sie immer schon sind, ein Instant-Satiriker. Wissen Sie, warum wir zwei überhaupt noch miteinander reden? Sachzwang. Das ist das klassische gesellschaftliche Verhalten. Herr Schneider, ich glaube, es ist an der Zeit. Richtig. Sie ahnen? Natürlich. Sie sind der Ältere. Darf ich Ihnen in aller Form das Du-Wort? Dieter. Werner. Brüderlein, Brüderlein und Brüderlein. Wollen alle wir sein, ob Lump oder Schwein? Brüderlein, Brüderlein und Brüderlein, lasst den Bruderkuss uns heucheln, ich von früh bis spät. Solidarität wollen wir uns auch längst meucheln. CSU, CDU, du, immer zu, DFB, ÖFB, immer zu, immer schlimmer, immer zu. Industrie, unsere Wachstumsindustrie, unsere Wirtschaft liebt sie, so heiß wie es ist. Drum schlage vor, lasst uns hier schlaget ein. Und auf jeden Fall, bis zum großen Knall, lieb und einig untergehen. Flüsse tot, Gift im Brot, du. Immer zu, Opfer dreck, du. Was wird wohl nach uns sein? Du,
arm sind die Kinderlein. Du-i-du, du-i-du, was sein muss, muss halt sein. Wohnungsnot, Hungertod, Leistungssport, Menschenmord. Wird der Planet uns auch öd, komm, wir scheißen ihn zu, aber immer per du. Es gibt bedeutende Denker von Genghis Khan bis Hermann Khan. Die meinen, wenn erst einmal alles niedergebrannt ist, dann blüht's wieder wunderbar. Ja, das ist die Art der Problemlösung, wie wir es in der Geschichte immer gemacht haben. Was machte ein Feldherr, wenn er aus dem Feldzug zurückkam und festgestellt hatte, dass sein übrig gebliebenes Heer nur noch aus, die Hälfte davon nur noch aus Krüppeln besteht? Dann hat er einen Invalidendom bauen lassen. Richtig. Und in den schicken wir heute unsere Kinder, damit sie dort Kunstgeschichte studieren. Und diese Art der Geschichtsbetrachtung muss man dem Publikum eben beibringen. Alles wird wieder gut. Ja. Sehen Sie, mein Lieber, in 2 bis 3 Wochen werden Sie durch unser Positivtraining wieder völlig hergestellt sein. Haben wir heute Morgen schon gestrahlt? Ja, aber der Spiegel sagt mir, dass ich dabei etwas dämlich wirke. Keine Äußerlichkeiten. Haben wir heute Morgen schon unseren Suggestivmonolog geübt? Von 9 bis 10. Alles wird wieder gut, alles wird wieder gut, alles wird wieder gut, alles wird wieder gut. Bravo. Haben wir schon in den Werken unseres Propheten geblättert? Ja, aber ich bin in tiefe Zweifel gestürzt. Alle Welt sagt, wir hätten die guten Jahre schon hinter uns. Prophet Hermann Khan schreibt vor uns die guten Jahre. Worauf ist diese Prophezeiung gegründet? Auf nichts, nur auf Optimismus. Und auf Honorare. Beneidenswert. Nicht wahr. Eins ist sicher, der Staat, den wir uns geschaffen haben, ist unbezahlbar. Weil wir uns die Reparaturkosten nicht mehr leisten können? Nein, weil sich alles von selbst reguliert. Denn wie sagt unser Prophet so richtig, je schneller wir uns ins Unglück stürzen, umso näher sind wir auch wieder am Glück. Je rascher die Flüsse tot sind, desto rascher werden die Technologen die Lösung der absoluten Reinheit erfinden. Da haben wir aber gut aufgepasst. Alles wird wieder gut. Die Menschheit wird sich selbst regulieren. Sie wird nicht mehr Gift und Plastik dinieren. Sie wird nicht nur Mord samt Gerät exportieren. Alles wird wieder gut. Aber ist es nicht schade, tut es uns nicht leid um die Menschen in der Übergangszeit? No, wir wollen doch keine Krise haben, hä? Gut, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, es ist ein Fehler, Arbeitslosigkeit zu beeinflussen. Schuld an der großen Arbeitslosigkeit ist nur die Gewerkschaft. Ja, weil je rascher einer seine Arbeit los ist, desto rascher hat er die Chance, wieder eine zu bekommen. Richtig, denn solange einer eine Arbeit hat, muss er ja immer Angst haben, dass er sie wieder verliert. Und damit muss man schon in der Jugend beginnen. Oh, da sind wir ja schon zu den Fortgeschrittenen. Alles wird wieder gut. Die Menschheit wird die Arbeit vergessen. Sie wird nur mehr schlafen und bumsen und fressen. Computer vertreten die anderen Interessen. Alles wird wieder gut. Schade, tut es uns nicht leid um die Menschen in der Wir wollen uns doch nicht in der reinen Lehre irre machen lassen. Ha! Was sagt unser Prophet zu dem Problem Computer als Konsument? Der Computer wird sich selbst ein Gehalt auszahlen, damit er sich Autos, Coca-Cola und Urlaub leisten kann. Richtig, denn der Computer muss ja den Nichtverdiener als Käufer ersetzen. Hausbesetzungen kann ich auch schon. Die Spekulanten werden noch viel mehr zu teure Wohnungen bauen, die sich keiner leisten kann. Die werden die Hausbesetzer dann besetzen und ich hab's gelernt. Und die werden dort drin jämmerlich erfrieren, weil sie sich die Heizungskosten nicht mehr leisten können. Und wir sind das ganze Gesindel los. Bravo, bravo. Was sagt unser Prophet zu dem Problem des Rauschgifts? Wir bringen das Opfer freudig und gerne. Gerne nehmen wir den Ländern, die uns Waffen abkaufen und damit den Weltkommunismus verhindern, ein wenig Stoff ab. Ja. Richtig. Und wenn die rote Gefahr vorüber ist, brauchen wir uns die Angst davor nicht mehr niederzuspritzen. Alles wird wieder gut. Die Menschheit wird sich selber erlösen. Trotz Intervention von Erzdiözesen, durch Buße sich selber befreien vom Bösen. Alles wird wieder gut.
Aber ist es nicht schade, tut es uns nicht leid um die Menschen in der Übergangszeit. Muss ich fragen, meinst du, dass die Menschen, die hier sitzen, sich für Menschen in der Übergangszeit halten? Nein, ich glaube, die meisten hoffen, dass es erst ihre Kinder sein werden. Und für die sorgen sie glänzend vor. Sie vererben ihnen den Atommüll testamentarisch. Jetzt weiß ich übrigens auch, welche Art von Kabarettprogramm auch einen Sinn hätte. Eines, das den Dialog mit der Jugend herstellt. Und ich fange sofort damit an. Schon wieder einer. Die den Dialog mit der Jugend suchen. Die kommen jetzt rudelweise, kommen die. Und die machen immer so, wie wenn sie es immer sagen, sie über den Platz rufen, dann kriegen sie mal so was spitzmäulig. Wir müssen einen Dialog mit der Jugend suchen. Haben Sie schon mal versucht? Ist der Jugend zu suchen, einen Dialog? Und Ihr Sohn war auf einem ganz anderen Sender? Ja, mein Neffe da. Mein Neffe da. Der hat sowas, mein Neffe. Aber der hat es den ganzen Tag auf, den ganzen... Also, liegt wahrscheinlich daran, das ist eine Alternative zu dem Quatsch, den er zu Hause erzählt gekriegt hat. Oh. Das fetzt. Da, 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 da. Da werden Sie aber schwer haben, dagegen anzukommen, die den Dialog mit der Jugend suchen. Oh, da kriegt ja ein Politiker richtig was Armes dagegen. Das ist ja, das, der, wer kommt denn da drüber? Keiner, das schafft doch, doch Helmut Kohl, der schafft das. Nee, schafft es auch nicht. Das ist zwar eine ganz große Glocke, aber mit einem ganz kleinen Klöppel. Der Tandler, der bayerische Innenminister, schafft das. Der setzt die bayerische Polizei als Schlagzeug ein. Da, da, da. Aber die Wanderlieder von Carstens verhallen ungehört. Dass die das den ganzen Tag aushalten, das wundert mich. Naja, das liegt eben daran. Es gibt ja auch sehr viele normale Geräusche, sogenannte. Ich habe mir mal alle Geräusche, die innerhalb von einer Minute einem gleichzeitig durchs Ohr donnern, mir mal notiert. Zwei Lastzüge, ein Presslufbohrer links, ein Presslufbohrer rechts, eine Betonmischmaschine hinten, eine DC-10 im Anflug, eine Funkstreife, eine Feuerwehr, das Telefon hat geläutet, der Hund hat gebellt. Das erhöht die Lebenserwartung. Hat ein Redakteur einmal einen 95-Jährigen sehr gescheit gefragt. Er hat ihn gefragt, wieso sind Sie so alt geworden? Da hat er gesagt, ich kann nicht sterben, es ist mir zu laut. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die möchte ich dir vorlesen. Wie anmutig er beim Sprechen die Lippen bewegt. Nimm sofort diese Ohrenschützer ab! Aber er macht den Mund sehr weit auf dabei. Schade, jetzt verstehe ich wieder. Ich möchte dir etwas vorlesen. So. Wie du. Wenn wir nicht endlich aufhören, der Jugend etwas vorzuweinen, dann weint die mit. Darf ich es wieder aufhören? Nein! Unentwegt den verzweifelten Spiel macht den Schmerz inflationär, verstehst du das? Natürlich, aber wem hilft es? Dein Sohn, dass nicht auch so ein Trottel wird wie du. Mein Sohn wird nicht so ein Trottel wie ich. Ja, mit meinem Sohn geht es sehr gut in der neuen Schule. Ja? Er hat gesagt, wenn er jetzt zum dritten Mal durchfällt, beginnt er sich etwas zu merken fürs Leben. Wie man durchfällt. Weißt du noch, diese Szene damals, da habe ich dich gefragt, ob du für meinen Sohn einen krisensicheren Beruf für die Zukunft wüsstest. Und da hast du gesagt, ja, Nachhilfelehrer. Ja. Hat der Nachhilfelehrer da unten sich vor Lachen fast übergeben. Hat dein Sohn ihn heuer schon wieder gebraucht, diesen Nachhilfelehrer? Nein, das ging nicht mehr, weil der ist ja jetzt Klassenlehrer geworden in der neuen Schule. Herr Studienrat, er kommt also wieder nicht durch. Ja, es tut mir leid, Herr Hildebrand. Sie sollten ihm weniger die Schule spotten und sich mehr um den Bildungsfortgang des Kindes kümmern. Ich habe meinen Sohn mit aufgehobenen Händen angefleht, sich wenigstens ein paar Textfetzen aus den Naturwissenschaften memnotechnisch zu fotografieren. Er sollte sie aber begreifen. Ja, wie denn? Er hat doch noch meine Intelligenz. Ich habe ihm gesagt, wenn du schon keine Ahnung hast, dann versuche wenigstens guten Willen zu vermitteln. Das wird ein progressiver Lehrer immer anerkennen, denn die Schule soll ja auch ein gewisses Know-how an Bluff und Simulieren vermitteln. Sie brauchen es ja später so dringend. Ja, aber selbst dazu scheint mir Ihr Sohn nervlich nicht in der Lage zu sein. Ja, ja, wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, die Schule ist schuld. Nicht die Schule, Herr Hildebrand, die Bildungspolitik.
Höhere Bildung für alle hat es geheißen. Jetzt wollen alle den höheren Bildungsweg gehen, selbst Kinder von Kabarettisten. Berufe für so viele Menschen mit höherer Bildung hat diese Gesellschaft aber nicht zu bieten. Ja, also brauchen wir eine neue Auslese. Mehr Lehrstoff, mehr Leistung, mehr Gescheiterte. Auffassungsgabe ausgezeichnet. Und die, die auf der Strecke bleiben, das sind die mit den ärmeren, ungebildeteren Eltern, die ihren Kindern keine Nachhilfe bezahlen können, die ihren Kindern nicht helfen können. Die, die auf der Strecke bleiben, das sind die Unangepassten, die Fantasievollen, die Träumer. Es hätte in einer sogenannten Linken eigentlich immer klar sein müssen, woran jeder Klassenkampf scheitern muss. An der deutschen Schule. Warum kann Ihr Sohn nicht so logisch denken? Ist mir scheißegal, mein Sohn macht das Abitur und wenn ich ihm 10 Nachhilfelehrer auf die Fersen hefte und wenn der Tag und Nacht das lernt, was er für diese eine Woche braucht. Und wenn ich ihm die Vokabeln im Tiefschlaf lernen lasse. Und wenn Ihr Kind das nicht aushält, dann habe ich wenigstens mein Möglichstes getan. Ja, nachdem die Zeit immer mehr... Ja, sag mal, du könntest natürlich auch eine Frage stellen, die es erlaubt, dass wir nicht gleich ausgeschaltet werden, weil hinter uns ein Hitchcock kommt. Da gibt es keine Gnade. Sollte ich dich fragen, wie es dir geht? Na, mach mal einen kleinen Sprung, weißt du? Ja, aber wenn wir uns jetzt 10 Minuten über diesen Sprung unterhalten, den wir leider nicht vorbereitet haben, dann beginnt der Hitchcock um 1:25 Uhr. Also mir wäre es ja egal, ich habe ihn schon 4-mal gesehen. Ende der Ärzte-Szene. Ich könnte Ihnen erzählen, dass wir jetzt an dieser Stelle eine Szene spielen wollten, in denen die Ärzte schlecht aussehen, weil ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zur Pharmaindustrie nachgewiesen wird. Da Sie diese Geschichte aber ohnehin kennen, lassen wir die aus. Und mein Partner sagt verkürzenderweise... Es ist so schade, es ist wirklich so... Nur gut, ach so, warte. Wir dürfen nicht ungerecht sein. Dieses Textwort würde ich dir vorschlagen. Wir dürfen nicht ungerecht sein. Es gibt Ärzte, die das alles selber wissen. Was wir jetzt nicht gespielt haben. Das ist aber auch schon so ziemlich alles, was Sie wissen. Kürzlich hat ein Pharmakonzern in einem Rundschreiben den Ärzten mitgeteilt, dass das lang erwartete Heilmittel Profitolinix 2000 ab Herbst lieferbar sein werde. Da haben dann ein paar Ärzte rückgefragt, wogegen? Wogegen? Na, was meinst du, hat der Konzern geantwortet. Man wird die Ergebnisse der Marktforschung abwarten. Genau. Du bist nicht gesund, du bist krank auf Abruf, du bist Material einer Heilindustrie, Objekt von Maschinen, Naturheilsektieren, Bilanzenbazille der Großpharmazie. Und täglich der geile Medizinjournalismus, die Schmieragenten des Marktes der Angst. Du kannst nicht entrinnen, sie projizieren dir in die Zukunft, woran du kratzt. Seid andere Ärzte, habt etwas Wärme, lehrt unser Hoffen Geduld. Schneidet nicht sinnlos zerfressene Gedärme, fragt lieber lauter nach Schuld. Nur krank zu sein ist keine Schande, man schämt sich nicht für ein schlechtes Los. Doch diese Scham dient einer Bande als Alibi. Stellt sie endlich bloß. Lindert die Schmerzen, mildert die Leiden, dafür unser Geld, unser Dank. Helft uns den Tod, der zu früh ist, vermeiden, nur macht uns nicht vorsätzlich krank. Gibt's sind Protestierer, schreiben sie Bücher, dann sind diese Bücher schon wieder Geschäft. Dann wird im Fernsehen von Professoren wie von den Krötern gewählt und gekläfft. Hier ein Messias, dort ein Heil-Hitler, hier ein Prophet der Konträrtherapie. Du wirst zum Voyeur deines Kadavers, du möchtest gesund sein und weißt nicht mehr wie. Seid andere Ärzte, helft hilflosen Laien mit Mitteln, Methoden, mit Rat. Gebt auch den Armen beste Arzneien, seid uns ein heilsamer Staat. Nur gesund zu sein, sind wir nicht verpflichtet.
Die Welt um uns hat uns angesteckt. Doch diese Welt wird nicht gerichtet, obwohl dank ihr viel zu viel recht. Linde die Schmerzen, milde die Leiden, dafür unser Geld, unser Dank. Helft uns den Tod, der zu früh ist, vermeiden, nur macht uns nicht vorsätzlich krank. So? Mir schlecht. Seitdem sich mein Nervenzentrum in den Magen verlegt hat. Und dir? Verdauungsstörungen im Hirn. Mhm. Was machst du zum Ausgleich? Gehst du spazieren? Ich fahre Rad. Fährst Rad? Genießt das Radfahren? Genießen, genießen. Den Himmel verunreinigen die Flugzeuge, die Erde verunreinigen die Hunde. Die Welt scheint aus Hunden zu bestehen und dass Menschen mit ihnen spazieren gehen müssen. Der Rest fliegt. Du bist Hundefeind. Überhaupt nicht. Ich weiß nur auch beim Radfahren, wie viele Menschen nicht verhungern müssten, wenn sie nur täglich das zu fressen hätten, was bei uns als fertiges Hundefutter über den Ladentisch geht. Ah, du siehst fern, du siehst immer diese Hundefutterwerbung. Aha. Ja, ich sehe immer nur Kontrastprogramme. Was meinst du? So zum Beispiel in der ersten Sendung erfahre ich, wohin ein Nachfolgestaat des Großdeutschen Reiches seine Panzer verkauft. Und in der zweiten Sendung treten dann Leute auf, die mir einreden wollen, ich hätte davon noch nie was gehört. Gehst du auch manchmal schlafen? Kann nicht schlafen. Was machst du denn? Schau mir die Spätnachrichten an. Warum? Damit ich weiß, warum ich nicht schlafen kann. Du bist doch ein kunstsinniger Mensch. Gehst du manchmal in die Oper? Nicht mehr. Ich mag diese neuen Stars nicht, die sich jeden Ton einzeln bezahlen lassen. Und das stimmt gar nicht. Das ist der alte Vorurteil, die alte Hetze gegen die Oper. Es hat sich herausgestellt, dass die Star- und Agentengagen ruhig kriminell überhöht sein dürfen, weil sie im Vergleich zu dem Gesamtetat der Oper, zum Gesamtkosten, einen winzigen Prozentsatz ausmachen. Ganz klar, wenn ein ganzes Kultursystem auf Unterschlagung beruht, werden Gagenmafiosi zu Gentlemen. Mit der Oper ist es ohnehin bald vorbei. Jetzt streiken ja alle Orten schon die Chöre. Warum? Wir müssen seit 50 Jahren immer dasselbe singen. Die wollen eine Verblödungszulage. Ich habe meiner Tochter eine Operplatte schenken wollen. Eine Oberplatte der Bajazzo. Stell dir mal vor, es waren 57 Gesamtaufnahmen erhältlich von der Bajazzo. 57, 21 in diesem Jahr, 17 fürs nächste Jahr vorgesehen. Ganz klar. Ja, warum? Es gibt so viele berühmte Opernsänger, bis die durchgemischt sind. Ja. Also bis da jeder einmal mit jedem auf einer Platte, nicht? Und doch immer wieder andere Dirigenten. Oder dieselben zum 15. Mal. Ja, warum? Das hat 1000 Gründe. Erstens einmal finden die Elektronikmütter für ihre Schallplattentöchter immer neue Aufnahmetechniken. Und dann geht es auch um die sogenannte Neuinterpretation. Neuinterpretation. Ich werde das erklären, pass auf. Der alte Toscanini hat das Langsame langsam dirigiert und das Schnelle schnell. Na und? Da wollte sich der Karajan natürlich absetzen und hat jetzt das Langsame langsamer dirigiert und das Schnelle schneller. Und jetzt kommt der Bernstein, dirigiert das Langsame schnell und das Schnelle langsam. Das lässt aber den Karajan wieder nicht ruhen. Der dirigiert das Langsame noch schneller und das Schnelle noch langsamer. Und wenn man jetzt noch laut und leise dazu nimmt und die vielen anderen berühmten Dirigenten... Dann fragt man sich ernstlich, warum es noch so wenig Gesamtaufnahmen von Bajazzo gibt. Weißt du, was mir am deutschen Kulturleben am meisten imponiert? Das Kabarett. Diese lockere, intelligente, unverkrampfte Art der Bewältigung von Vergangenheit. Mord an Völkern, Mord an Rassen, zwischen Kunst und zwischen Kassen. Alles ernst und doch noch heiter, Feldmarschall und auch Gefreiter. Judensterne, Heldentaten, alte Schlager, Frontsoldaten, Väter sagen. Glaub mir, Kleiner, damals gab's noch Entertainer. Nazis sind so schick in Revuen, sind so herrlich nostalgisch. Die Golden 40s mit KZ-Appeal und Hitler lässt die Wangen erglühen. Selbstverständlich sehr kritisch, man weiß historisch viel, doch die SA in Goethes Faust ist mehr Kunst als Holocaust. Und es wird der braune Rock Requisit für jeglichen Schmock. Zadek oder Süberberg, Rumpelstilzchen, siebter Zwerg, Kabarett, Lili Marleen. Schrecklich war's, doch irgendwie schön. Und so hat man...
Kochen, brauner Brühe aus dem Urschlamm. Griechenkröten wollen wieder Frösche töten. Die Geschichte wird verraten von erzwungenen Demokraten ohne Folgen. Die Gesetze, alles möglich, jede Hetze. Aber Nazis sind so schick für Ästheten, denn es hat jedes Grauen so richtig aufbereitet seinen Schauwert. Hitler, sehen linke Proleten, zu schwarz-weiß, da vermisst man den interessanten Grauwert. Die SS hat auch gefickt, Kinder, war die Zeit verrückt. Sex gab's auch im Dritten Reich. Menschen sind doch allzeit zugleich. Was gab's neben Eva Braun noch an geilen Nazi-Frauen? Hatte doch das Hakenkreuz offenbar erotischen Reiz. Schon vor 2 Jahren hat das Sinus-Institut festgestellt, die Verfassungsschutzämter wissen jetzt, dass die Gefahr eines rechtsextremistischen Terrorismus mit dem entsprechenden Gewaltsympathiepotenzial dem Linksextremen mindestens gleichkommt, wenn nicht sogar überlegen ist. Daran sind natürlich nicht nur diese Filmschmucks schuld, in den Gedächtnislücken ihre Marktlücken entdecken. Nein, nein, daran sind auch Politiker schuld, die Radikalismus unter Strafe stellen. Ja, aber nicht das Schrifttum, das dazu führt. Und die jetzt ganz entsetzt sind wahrscheinlich über den Nürnberger Amokläufer von gestern, anstatt über die Popularität seiner Motive. Du wirst doch nicht einfach glauben, dass unsere Politiker sich mit den geistigen Wurzeln des Neonazismus beschäftigen. Zum Glück gibt es den neuen deutschen Film. Der lässt seine Regisseure mit Operetten-Nazis und Hakenkreuz-Dekors noch aus dem letzten Dreck Geld machen. Die sagen sich, das Dritte Reich hat uns so viel gekostet, da wollen wir wenigstens einen Teil davon wieder einspielen. Ja. Schlagen denn diese Filme wirklich ein? Ja, es gibt Kunstwerke, die so einschlagen, dass es Millionen Verletzte gibt. Nazis, nein, da gab es Kostüme, da war viel übertrieben. Es war ja alles menschlich und erklärbar. Nazis sind im Film und auf Bühnen manchmal ganz schlechte Menschen, doch oft auch gänzlich ehrbar. Und in dieser Denkfaulheit lebt die Brut, die gut gedeiht. Jedes Hirn wird so verwirrt, bis es wieder gern explodiert. Und ein deutscher Regisseur meint, nur keine Gegenwehr, lass die Sache ruhig blühen. Denn dann gibt es neue Revuen. Höchste Zeit, dass wir unseren Programmtitel einhalten. Ja, wenn jemand ein Programm einhält, Vorsicht, der wird leicht zum demokratischen Fremdkörper. Das ist man so und so in einer Demokratie, in der keiner mehr sagt, das habe ich vor, bitte wer wählt mich, sondern der alle nur sagen, bitte, bitte, was soll ich vorhaben, damit mich einer wählt. Ja, bis dann Volkesstimme kommt und sagt, wer Jugendliche, die Steine werfen, sofort auffängt, ist wieder wählbar. Ist ja schon vorbei, die Jugendrevolte. Denk an Zürich, da hat man dieses Jugendzentrum einfach abgerissen. Aber ich möchte da warnen, wenn das Mode werden sollte, dass man alle Häuser, die nicht funktionieren, abreißt, dann sehe ich schwarz für das UNO-Hauptquartier. Wieso bist du so für Jugendrevolten? Du würdest doch selber nicht Steine werfen. Doch, ich würde mir nur die Schaufenster sehr sorgsam aussuchen wollen. So etwas macht einen für Gruppen unbrauchbar. Ja, es gibt doch jetzt wieder eine Hoffnung, da baut sich doch was auf, diese Friedensbewegung. Mhm. Dafür werden die Kriege wieder jeden Tag gerechter. Mhm. Also Ernstzeit. Ernstzeit. Schluss mit dem Rollenspiel. Muss ich dir zum Schluss übrigens ganz ehrlich sagen, du hast den Schneider manchmal etwas übertrieben. Insofern sehr präzise gespielt. Deine Hildebrand-Interpretation erschien mir manchmal etwas traditionell. Das könnte auch an den Dienstjahren liegen. Wo bist du nächste Saison engagiert? Wo ist mir egal, ich hoffe es bleiben zu können. Und du? Ich werde die Angebote prüfen. Welche? Ich muss mir erst welche machen.
Das heißt also, sollte das Publikum sich freuen, uns los zu sein, freut es sich zu spät. Richtig. Uns trennt zu viel von ihnen, um uns von ihnen trennen zu können. Wir haben noch Pfeile im Köcher. Es gibt noch Gift für die Becher. Sie haben uns noch nicht überstanden. Sie trifft noch die kurze Gerade. Und hoffen sie noch so auf Gnade. Wir machen sie doch noch zu Schanden. Wir haben noch Fallen zu stellen. Wir haben noch Schnauzen zu bellen. Sie haben noch lang nicht gewonnen. Wir stehen ganz gut, wenn wir wackeln. Wir haben noch klare Gedanken. Der Kampf hat doch jetzt erst begonnen. Ende der Spielzeit. Ich bin ganz kalt geworden. Ab jetzt wird rückgefragt, wer das nicht verstand. Ende der Spielzeit. Ich bin fast alt geworden. Ab jetzt wird laut genannt, wer zu rasch verschwand. Ende der Spielzeit. Aus mit den Freundlichkeiten. Die bunten Lichter sind schon abgedreht. Der falsche Beifall. Das falsche Lachen. Das Schulterklopfen. Das Weitermachen. Das geht gegen Wände. Wir haben jetzt Ende der Spielzeit. Sie sind so glänzend erschüttert. Sie sind so ehrlich erbittert. Man müsste sie fast engagieren. Sie spielen vor uns ihre Rollen und tun mimisch fast, was wir wollen. Sie wären die Stars aller Schmieren. Sie stellen sich hierorts in Frage. Doch morgen ist einer der Tage, an denen sie uns nur verhöhnen. Sie spielen die miese Komödie. Als Drahtzieher jeder Tragödie. Wir können uns nicht mehr versöhnen. Ende der Spielzeit. Aus mit dem sich verneigen. Wir sind kein Bumslokal für den besseren Trieb. Ende der Spielzeit. Was immer wir auch zeigen. Ihnen ist scheißegal, was der Dichter schrieb. Der Spielzeit, daran ist nichts zu ändern, auch wenn ihr dem zum Trotz noch applaudiert. Es gab nur eines, was uns geeint hat, dieses Vergessen, wer wen zum Feind hat. Heute ziehen Hände den Vorhang zu, Ende der Spielzeit.